Ja, meine Damen und Herren, willkommen zurück und wir kommen jetzt zu dem letzten Vortrag unserer Tagung. Und ich freue mich besonders, meinen Kollegen und Mitstreiter Rüdiger Zill vorstellen zu dürfen. Wir hatten es ja gerade bei der Diskussion von dem Vortrag von Herrn Brittnacher, die da endete mit Herrn Brittnachers Mahnung, Analogien mit Vorsicht zu behandeln. Wenn ich Rüdiger Zills Abstract richtig verstehe, möchte er aber nun trotzdem das Metaphernfeld erweitern, gewissermaßen. Aber darüber hinaus, so sagt er mir, will er auch einige Diskussionsfäden der letzten 2 Tage versuchen aufzunehmen und gewissermaßen zu einem Resümee zu verweben. Ich beneide ihn nicht um diese beiden Aufgaben. Aber da ich ihn gut kenne, bin ich überzeugt davon, dass wenn jemand diese Herausforderung annehmen kann, dann ist das Rüdiger Zill. Rüdiger, du hast das Wort. Ja, danke Martin für die Vorschusslorbeeren. Und vor allen Dingen danke ich allen, die nach 2 intensiven Tagen voll anregender Vorträge aus ganz unterschiedlichen Bereichen immer noch mit dabei sind. Ich will, wie gesagt, versuchen, und das ist jetzt ein bisschen anders als sonst bei unseren Tagungen, zum Schluss einiges von diesen Vorträgen wieder aufzunehmen und wenigstens ein Angebot zu machen, um wie man diese Themen, die dabei aufgeworfen worden sind, auf einer anderen Ebene noch einmal ins Gespräch bringen kann. Wir werden sehen, ob mir das gelingt. Einiges von dem, was ich jetzt sage, wird Ihnen also notwendigerweise bekannt vorkommen. Verstehen Sie aber bitte die nächsten 40 Minuten als ein Experiment. Und in das Labor, in dem ich das tue, steht in dem noch nicht existenten Institut für Metaphorologie. Mich interessiert die Insel als Gegenstand rhetorischer Übertragung, auch speziell die Frage, wie das Konzept der Insel zum Modell werden kann, wie Metaphern und Modelle als 2 eng benachbarte Prozesse. Es geht also, wenn Sie so wollen, um die Genese von Weltbildern. Auch ich beginne nun, wie nun schon einige andere, etwa Carsten Rode heute Vormittag, mit der beliebten Gedichtzeile, dem zum Aphorismus gewandelten Anfang von John Donnes wohl berühmtestem Gedicht: No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less. Volkmar Billig hat die Metapher als Antwort auf die zu jener Zeit entstehenden Robinsonaden interpretiert. Für uns scheinen diese Zeilen fast als hellsichtiger Kommentar zum Brexit, aber keine Angst, ich spreche im Folgenden nicht von Boris Johnson. Über die britische Misere haben wir explizit oder implizit schon gestern von Paul O'Doherty gehört. Mir geht es zunächst ganz allgemein um die Metapher des Menschen als Insel oder eben als Nicht-Insel. Donnes Behauptung, niemand sei eine Insel, ist nämlich eine gewisse Herausforderung für die moderne Metapherntheorie. Nachdem man die über 2000 Jahre gebräuchliche Vorstellung, eine Metapher sei die sprachliche Übertragung von einem Gegenstand auf einen anderen mit Hilfe eines Vergleichs oder einer Analogie abzulehnen begonnen hat, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht erklären möchte, das würde zu weit führen, suchte man nach einem Ersatz, und so heißt es denn in der sprachanalytischen Philosophie schlicht, die Metapher sei ein kalkulierter Kategorienfehler. Man bezeichnet ein Subjekt mit einem Prädikat, das streng genommen unpassend, falsch, unmöglich sei. Der Mensch ist eine Insel, der Mensch ist ein Berg, der Mensch ist ein Regenschirm auf einem Seziertisch, was Sie wollen. Nein, natürlich ist der Mensch nichts von alledem. Wir müssen uns angesichts eines solchen Satzes anstrengen, doch einen Sinn darin zu finden. In solchen Fällen haben wir also eben eine Metapher. Wie immer wir diesen Kategorienfehler dann bereinigen, wie immer wir ein konstruktives, sinnvolles Verständnis ohne Analogie zustande bringen mögen, ein Problem haben wir auf alle Fälle mit der neuen Definition. Ein Satz wie "Kein Mensch ist eine Insel" stimmt leider. Er ist buchstäblich und zwar auf erschreckend triviale Weise wahr. Also kein Kategorienfehler. Kein Mensch ist ein Berg. Kein Mensch ist ein Regenschirm auf einem Seziertisch. So what? Also auch keine Metapher.
Aber natürlich meint Don etwas anderes als das trivial Richtige. Selbstverständlich benutzt er hier eine Metapher. Und sobald die Aussage zurückverwandelt wird aus der Negation in die positive Behauptung, haben wir auch wieder den Kategorienfehler. Jeder Mensch ist eine Insel oder schärfer, wie in dem Beispiel aus Carsten Rhodes Vortrag. Ich bin eine Insel, sagt Will Freeman, der Protagonist aus Nick Hornbys Roman About a Boy. Natürlich spielt das auf John Donne an und ist insofern die Negation der Negation. Und durch den Nachsatz Bloody Ibiza noch eine andere Drehung kriegt, das hatten wir ja schon in der Diskussion. Aber inwiefern ist der Mensch eine Insel? Und natürlich fragt man dann, gilt auch das Umgekehrte, jede Insel ist ein Mensch. Vielleicht haben Sie mich jetzt in Verdacht, nach einem langen Symposium am Ende nur noch den Part des Blödelns übernehmen zu können. Aber geben Sie mir etwas Kredit, ich komme auf genau diese Wechselbeziehung zurück. Sie ist für das Verständnis einer Metapher nicht ganz unerheblich, denn Metaphern bestehen, anders als man gewöhnlich glaubt, nicht aus einem Wort, sondern aus einem Satz. Sie sind das Zusammentreffen von zwei Begriffen, die bei ihrer Kollision semantische Energien austauschen. Dabei gilt als ausgemacht, dass sich nicht zwei klar und deutlich definierte, vielleicht sogar wissenschaftlich wohl validierte Konzepte begegnen, sondern sogenannte kulturelle Implikationssysteme. Anders gesagt, wenn der Mensch und die Insel metaphorisch miteinander konferieren, tauschen sie vor allem eine große Zahl von über Jahrhunderte angehäuften Gemeinplätzen, Assoziationsclustern aus. Was uns Märchen und Mythen, Funk und Fernsehen, Schule auch und Studium so im Laufe unseres Lebens eben erzählt haben. Die Faszinationsgeschichte der Insel setzt sich aus all dem zusammen, wobei ich allerdings auch doch meine, dass die Wissenschaften dabei nicht ganz ignoriert werden dürfen. Sie tragen ihren Teil zu der Bedeutungsaufladung bei, wenn auch nicht als unwidersprochene Legitimierungsinstanz, sondern als eine der zusammenwirkenden kulturellen Kräfte. Dabei will ich nicht so weit gehen, diese Assoziationssysteme mit einem kulturellen Unbewussten oder einem immer schon vorhandenen, aber uns selbst nicht greifbaren Selbstverständlichen zu identifizieren, mit vielleicht Substrukturen des Denkens oder etwa einer Näherlösung für systematische Kristallisationen und schon gar nicht mit neurobiologisch verankerter Tiefenstrukturgrammatik. Es geht mir um einfache Erkundungsfahrten in das Archipel dieses Assoziationssystems, und die will ich jetzt im Folgenden machen. Aber genug mit metaphern-theoretischen Duftmarken. Alles Weitere würde uns zu weit abführen, zu viel Zeit kosten, eigentlich auch langweilig werden. Was wir allerdings festhalten sollten, ist, dass wer von Metaphern spricht, zunächst einmal bei den Begriffen, nämlich den Begriffen, die eine Metapher konstituieren, anfangen muss. Das sind in unserer Ausgangsfigur der Mensch und die Insel. Am Menschen will ich mich nach vielen Jahrhunderten von philosophischer Anthropologie zunächst nicht vergreifen. Einfacher ist es mit der Insel. Fangen wir also noch einmal bei ihrer Wort- und Begriffsgeschichte an. Insel, das hatten wir gestern kurz, leitet sich ursprünglich aus dem lateinischen Insula her, was selbst vielleicht, aber nicht ganz sicher, eine Kurzform von Terra Insalo, Land im Meer ist. Vom Lateinischen wandert das Wort mit dem einfachen Volk von Süden kommend früh über die Alpen und verliert dabei in einem der Täler auch für einige Zeit den Nasallaut, sodass es im Alt, aber auch noch im Mittelhochdeutschen Isila heißt. Später kommt das verlorene N jedoch durch den Einfluss der lateinischen Schriftsprache zurück und wird wieder zu Insule, Insele oder ab dem 18. Jahrhundert dann einfach zu Insel. Als semantischer Rivale tritt der Insel früh das Einland oder Eiland an die Seite. Soweit bei allen Kurven und Schlaufen doch ein recht einfacher Verlauf. Interessant ist nun, dass es zu dieser Wortentwicklung eine Paralleletymologie gibt, denn aus dem lateinischen Insula wird im italienischen Isola und das Verb isolare heißt dann zur Insel machen. Von dort wandert die Begrifflichkeit zunächst ins Französische, Isolation, um schließlich ebenfalls im 18. Jahrhundert ihren Weg als Isolation ins Deutsche zu finden. Hier hat es, wie man im Online-Lexikon Interdisziplinäre Begriffsgeschichte des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung nachlesen kann, seine Erfolgsgeschichte zunächst in der Elektrizitätslehre begonnen. Sie erinnern sich vielleicht an Johann Samuel Traugott-Gehler, den Gloria Mein gestern zitiert hat.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts aber wandert es dann auch in die Biologie, etwa zu Lamarck, dann natürlich zu Darwin und Wallace. Davon wird noch ausführlicher die Rede sein. So viel zur historischen Semantik im buchstäblichen, aber auch schon im übertragenen Sinne. Aus einem Ursprung entwickeln sich zwei parallele Begriffsgeschichten, die im Weiteren getrennt, aber aufeinander verwiesen sind. Was ist aber nun mit der Sache selbst? Mit welcher Bedeutung ist das Wort aufgeladen? Was assoziiert eine Zeit eigentlich mit der Vorstellung Insel? Dazu, dachte ich, ist zunächst der Blick in eines der erfolgreichen Konversationslexika hilfreich. Und hier kann man dann auch die aufschlussreiche Entwicklung des Begriffs ein Stück weit nachverfolgen. Nein, ich meine jetzt nicht Wikipedia, das zwar die umfangreichste Enzyklopädie ist, die es je gegeben hat, aber bekanntlich erst seit 20 Jahren existiert. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich möchte die Genese des Begriffs etwas weiter zurückverfolgen und deshalb bis ins frühe 19. Jahrhundert springen. Die beiden Lexika, die für den deutschen Sprachgebrauch in erster Linie in Frage kommen, der Brockhaus und der Meyer, unterscheiden sich dabei nicht so furchtbar. Anders als N. Cotton habe ich mich aber für den Brockhaus entschieden, weil der um einige Jahrzehnte älter ist, also für uns jetzt aussagekräftiger. Der erste Eintrag zum Stichwort Inseln findet sich im Brockhaus erst in der zweiten Auflage von 1815. In der ersten von 1809 fehlt das Lemma schlicht und auch in der zweiten beschränkt die Redaktion sich auf zwei einfache Sätze. Der erste gibt eine kurze Bestimmung des Begriffs Insel, der zweite von Halbinsel. Insel, Eiland, bedeutet ein allenthalben von Wasser umgebenes Land. Halbinsel, ein Land, welches nur teilweise von Wasser umflossen ist. Das ist ein phänomenologisches Minimum und noch ganz so wie bei Adelung im 18. Jahrhundert. Auch ihn hat Gloria Meinen gestern schon zitiert. Bei dieser reinen Begriffsbestimmung bleibt es bis zur siebten Auflage 1827. Nebenbei dieser Satz, dass eine Insel ein allenthalben von Wasser umgebenes Land sei, ist nicht ganz unproblematisch. Schließlich sind auch Kontinente unter Umständen ganz von Wasser umflossen. Das aber jetzt hier nur nebenbei. Er ist aber fortan gesetzt, also dieser Satz, und bleibt auch der Auftakt durch alle folgenden Auflagen des Brockhaus hindurch. Etwas in der Art findet sich auch heute noch bei Wikipedia. Nicht eher als in der achten Auflage von 1834 wird die Terminologie noch etwas erweitert, kommen noch die Begriffe Werder, Wert, Inselgruppe, Archipel hinzu. Aber auch jetzt bleibt es in erster Linie bei reinen Begriffsbestimmungen, wenn auch einige erste karge Beispiele und wenige Angaben zum territorialen Ausmaß der Inselwelt hinzukommen. Aber große Zäsuren, Erweiterungen des Artikels, gibt es vor allem zwei. In der Mitte des Jahrhunderts und an seinem Ende. 30 Jahre nach der konservationslexikalischen Geburt des Stichworts beginnt es nun ein reiches oder zumindest erstmal ein etwas reicheres Leben zu entwickeln. Denn in der neunten Auflage von 1845 und in der zehnten von 1853 kommen längere inhaltliche Ergänzungen hinzu. Die wichtigste betrifft die Entstehung der Inseln, deren Erklärung ab 1845 knapp drei Fünftel des Raums einnimmt. Sie wird in der zehnten Auflage von 1853 nur leicht modifiziert und dann bis zur 13. 1884 fortgeschrieben, also knapp 40 Jahre lang. Erst in der 14. Auflage vom Ende des Jahrhunderts wird diese Passage noch einmal erweitert, hören wir aber zunächst, wie sich das Ergebnis dieser lexikalischen Evolution 1845 anhört. Es kommt jetzt ein längeres Zitat. Was die Entstehung der Inseln betrifft, so unterscheidet die neuere Geologie zwei ihrem Charakter nach wesentlich verschiedene Arten derselben. Die einen, welche langgestreckt und schmal erscheinen und an den gegenüberliegenden Enden meist in Spitzen auslaufen, müssen sowohl vermöge ihrer geognostischen Beschaffenheit als wegen der Verteilung ihrer Gebirge und des auffallenden Parallelismus ihrer Richtungen untereinander als abgerissene Teile des festen Landes, als Stücke ehemaliger Kontinente betrachtet werden. Die andere Art von Inseln aber,
welche sich in ihrem Haupttypus mehr der runden als der elliptischen Gestalt nähert, begreift rein selbstständige Bildungen und in sich abgeschlossene Individuen unter sich, die ihre Entstehung entweder vulkanischen Wirkungen und Einflüssen verdanken oder der unermüdeten Tätigkeit der in der Tiefe des Meeres hausenden Korallentiere, wie die große Anzahl der jährlich noch in der Südsee und im Indischen Meere entstehenden Koralleninseln. Die Gestalt beider ist wesentlich voneinander verschieden. Im ersten Fall nämlich ragen diese Inseln hoch aus dem Meere hervor und haben eine mehr oder minder vollkommene Kegelgestalt. Im zweiten bilden sie niedrige, ebene Flächen, welche in ihrer Mitte stets niedriger bleiben als die sie umgebende, an den Ufern aufgeworfene Korallenmauer. Soweit Brockhaus. Hier können wir einen hochinteressanten, wenn auch nur kurzen Blick auf die Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts werfen. Erst in der 14. Auflage kommen noch einmal neue Themen hinzu. Nun werden auch die anthropo-, tier- und pflanzengeografischen Beziehungen in den Blick genommen. Ich zitiere noch mal ein etwas kürzeres Stück. Auf der einen Seite befördern sie, also die Inseln, durch ihre leichte Zugänglichkeit den Handel, geben Rastpunkte ab für den Seefahrer oder bilden, wenn sie als Kette zwischen zwei Kontinenten liegen, gewissermaßen Landbrücken, über welche sich Pflanzen, Tiere und Menschen der beiden Festländer vermischen können. Sie üben also eine vermittelnde Wirkung aus. Auf der anderen Seite ist ihre Wirkung aber auch eine absondernde oder wenigstens konservierende, besonders wenn sie weit vom Festlande entfernt sind. Solche Inseln, zum Beispiel Neuseeland, haben oft eine Flora und Fauna, die ihnen ganz eigentümlich ist. Die meisten Inseln liegen im Becken des großen Ozeans. Soweit also die 14. Auflage. Das Tier schon, wenn auch etwas unsystematisch vielleicht, der Doppelcharakter von Inseln herausgestellt wird, finde ich bemerkenswert, denn sie haben einerseits verbindenden, vermittelnden Charakter, andererseits aber auch absondernden, also isolierenden. Das hängt teilweise mit ihrer Lage zusammen. Sie erinnern sich, die Frage nach der Entstehung von Inseln taucht erstmals 1845 im Brockhaus auf, wohl nicht zufällig, denn das Lexikon popularisiert hier eine Unterscheidung, die erst kurz zuvor in der Geografie eingeführt worden ist, nämlich die zwischen kontinentalen und ozeanischen Inseln. Der Gewährsmann dieser Unterscheidung ist für das Lexikon der Geograf Leopold von Buch, geboren 1774 in Stolpe, heute ein Ortsteil von Angermünde in der Uckermark, gestorben 1853 in Berlin. Achtung, Lokalpatriotismus. Der Inhalt des Artikels bezieht aber bis in die Wortwahl hinein seine Inspiration von einem anderen, einem späteren Autor, nämlich von Friedrich Hoffmann, einem Geographen, der zwar schon 1836 im Alter von 38 Jahren verstorben ist, dessen Berliner Vorlesungen aber so erfolgreich waren, dass sie posthum publiziert worden sind. In seiner Physikalischen Geographie von 1837, das ist das Publikationsdatum, findet sich ein ausführliches Kapitel über Inseln mit der Unterscheidung von kontinentalen und ozeanischen. Wir hatten diesen zentralen Unterschied ja eben schon. Auch Hoffmann bezieht sich darin auf die Forschung seines Mentors Leopold von Buch, systematisiert und popularisiert dessen Beobachtungen zur Klassifizierung und Entstehung von Inseln. Und ich möchte das jetzt gar nicht im Detail nochmal zitieren, weil es, wie erwähnt, fast 1:1 im Brockhaus wieder auftaucht. Kontinentale, ozeanische Inseln, Vulkan, Koralleninseln, beides alles schon da. Vielleicht aber noch eins. Die Beschreibung, wie die Koralleninseln entstanden sind, liest sich ein bisschen bei Hoffmann ein bisschen wie eine Schöpfungsgeschichte. Die meist kreisförmigen oder ovalen Gebilde erheben sich, Zitat, durch allmähliches Wachstum der Tiere bis an die Oberfläche der Wassermasse. Sobald die Korallentiere nahe die Oberfläche erreicht haben, wenn sie bei tiefen Ebben bereits trockengelegt zu werden anfangen, so hören sie weiter zu bauen auf. Und die restliche Arbeit erledigt dann zunächst das anbrandende Meer, die neu entstandene Landmasse wird dadurch umgeformt, mit anderem Material weiter aufgetürmt und verfestigt. Da heißt es dann weiter, das Ganze endlich verkittet sich unter dem Einflusse der betreffenden heißen Sonne zu einer zusammenhängenden Masse und so erheben sich dann an einzelnen Stellen über dem Riff niedrige feststehende Inselstücke, wie sie der Zufall zusammenführte.
Und dann werden Baumstämme angespült, Pflanzensamen auch. Und aus diesen Pflanzensamen beginnt es dann zu keimen. Kleine Tiere wie Eidechsen und Insekten folgen schwimmend. Seevögel nisten dann am Strand. Die Passage bei Hoffmann endet mit einem Zitat aus Adelbert Chamissos Reisebemerkungen. Zitat: Und ganz spät, nachdem die Schöpfung längst geschehen, findet sich auch der Mensch ein, schlägt seine Hütte auf der fruchtbaren Erde auf, welche durch Verwesung und Baumblätter entstanden, und nennt sich Herr und Besitzer dieser Welt. Auch die vulkanischen Inseln werden von Hoffmann auf eine interessante Weise beschrieben. Zitat: Sie sind isoliert aus dem Meeresgrunde hervorgestiegen, und wenn sie auch in der Art ihrer Verteilung, welche aus den allgemeinen Wirkungen der vulkanischen Kräfte hervorgingen, untertan sein mögen, miteinander nach gewissen Gruppierungen in Zusammenhang stehen, so ist doch für jede für sich ein für sich vollendetes Ganzes hervorgegangen, so ist doch jede für sich ein in sich vollendetes Ganzes hervorgegangen aus dem in ihrem Innern befindlichen Mittelpunkt der Wirkung, ein in sich abgeschlossenes, selbstständiges Individuum. Schon ein paar Seiten zuvor findet sich bei Hoffmann eine ähnliche Passage. Dort heißt es von den runden Inseln insgesamt, sie seien, Zitat, unabhängige, selbstständige Individuen in sich abgeschlossen. Worauf ich hinaus will, merken Sie vielleicht, ist der Mensch nicht nur als Insel, sondern auch die Insel als Mensch. Natürlich ist der Begriff Individuum, anders als es uns heute vorkommen mag, nicht allein Menschen vorbehalten. Ursprünglich ist der Begriff nur die lateinische Übersetzung des griechischen Atomos, das Ungeteilte, aber schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts ist es doch durch Fichte und die Romantik stark psychologisch aufgeladen, mit Ideen eines Selbstbewusstseins behaftet und, wie wir gesehen haben, so nüchtern und sachlich Hoffmanns Stil auch sonst ist, manchmal klingt es dann doch wie ein Bildungsroman. Der Mensch ist eine Insel, die Insel ein Mensch. Kommen wir noch einmal kurz auf unseren Brockhaus zurück. Wir sehen nun, dass der namentlich erwähnte Gewehrsmann zwar Leopold von Buch ist, der Text aber ziemlich reiner Hoffmann, und das, wie gesagt, von der 9. bis zur 13. Auflage. Nur in der 10. Auflage von 1853 gibt es eine kleine Auffälligkeit, denn dort steht am Ende der Passage über die Entstehung der Inseln, Zitat, Vergleiche Darwin, Coral Reef, London 1842, derselbe naturwissenschaftliche Reisen, Deutsch von Diefenbach, zwei Teile, Braunschweig 1844. Dieser Literaturnachweis ist aber schon in der 11. Auflage von 1866 wieder verschwunden und bleibt es dann auch. Ich will jetzt nicht über nationale Rivalitäten spekulieren, obwohl das ganz reizvoll wäre. Wichtiger ist mir für den Moment, mit der Erwähnung von Darwin sind wir schon auf der Schwelle von der Geografie, der Geologie zur Biologie, genauer zur Evolutionstheorie. Die Unterscheidung von Kontinental- und Meeres- oder ozeanischen Inseln findet sich dann 1880 auch in Alfred Russel Wallace's Island Life wieder, der dort explizit einen Abschnitt über The Classification of Islands einfügt und sich selbst mit seiner Unterscheidung auch auf Darwin bezieht, also explizit auf Darwin. The difference of origin is fundamental and leads to a most important difference in the animal inhabitants, and we may therefore first distinguish the two classes, Oceanic and Continental Islands. Vor allem die ozeanischen sind für ihn von Bedeutung. Mr. Darwin appears to have been the first writer who called attention to the number and importance, both from a geological and a biological point of view, of oceanic islands. He showed that with very few exceptions, all the remoter islands of the greater oceans were of volcanic or coralline formation, and that none of them contained indigenous mammalia or amphibia. Damit sind wir also von der Geologie zur Biologie fortgeschritten. Die Existenz endemischer Arten, wie sie Darwin auf den Galapagos oder Wallace im malaiischen Archipel beobachten konnten, war also ein entscheidender Faktor für die Entstehung der Evolutionstheorie, aber nicht nur für ihre Entstehung. Matthias Glaubrecht schreibt zum Beispiel in seinem Buch »Die ganze Welt ist eine Insel«: Das Inselreich Galapagos ist mithin eine Arche Noah der Tiere, und es ist mittlerweile auch ein Paradies und Mekka der Evolutionsforscher.
für die Insellebensräume, also Evolutionsforscher, für die Insellebensräume ideale Freilandlaboratorien sind, in denen sich wie unter einem Brennglas die Natur beobachten lässt. Er hat uns ja gestern ausführlicher davon erzählt, ich muss das hier nicht vertiefen, das würde ich mich auch natürlich nicht, gar nicht trauen. Stattdessen möchte ich den Fortgang der Unterscheidung von kontinentalen und ozeanischen Inseln in anderen Disziplinen verfolgen. Und dazu mache ich einen großen zeitlichen Sprung. Anfang der 1950er Jahre schreibt der damals noch wenig bekannte französische Philosoph Gilles Deleuze für eine Sondernummer der Zeitschrift Nouveau Féminin, und diese Sondernummer sollte einsamen Inseln gewidmet sein, einen kurzen Essay Cause et raison des îles désertes. Deleuze ist Ende 20 und wohl selbst am Experimentieren. Dessen ungeachtet findet der Text auch später noch die Billigung des kritischen, aber durchaus nachlassbewussten Philosophen, der eine Wiederveröffentlichung erlaubt, anders als mit seinen Texten, die vor 1953 entstanden sind. Der Essay beginnt sehr selbstbewusst mit einem durchaus pauschalen Verweis auf eine andere Disziplin. Da heißt es nämlich, die Geographen sagen, es gäbe zwei Arten von Inseln. Und dann fährt Deleuze dann etwas herablassend fort. Das sei eine wertvolle Auskunft für die Imagination, Zitat, da sie darin die Bestätigung dessen findet, was sie von anderer Seite schon wusste. Es ist nicht der einzige Fall, in dem die Wissenschaft die Mythologie materieller macht und umgekehrt die Mythologie die Wissenschaft mit mehr Leben erfüllt. Also etwas, was man heute vielleicht eine Win-Win-Situation nennen würde, auch wenn die Mythologie der souveränere Part zu sein scheint. Deleuze rekapituliert im Weiteren die Unterscheidung zwischen kontinentalen und ozeanischen von vulkanischen und Koralleninseln, um dann mutig zu verallgemeinern, dass die beiden Hauptarten von Inseln, Zitat, von einem tiefen Gegensatz zwischen dem Ozean und der Erde zeugen. Also aus einer relativ nüchternen wissenschaftlichen Unterscheidung ist also hier der Existenzkampf zweier mythischer Kräfte geworden. Nochmal Deleuze. Gestehen wir ein, dass im Allgemeinen die Elemente einander verabscheuen, dass ihnen voreinander graut. Nichts, was beruhigend wäre, sodass eine einsame Insel uns philosophisch normal vorkommen muss. Der Mensch kann nur dann gut und in Sicherheit leben, wenn er den Kampf zwischen Erde und Wasser für beendet oder zumindest für beherrscht hält. Diese beiden Elemente nennt er gern Vater und Mutter, wobei er die Verteilung der Geschlechter der Laune seiner Träumerei überlässt. Verwundert zeigt sich nun Deleuze darüber, dass England bevölkert ist. Der Mensch kann nur dann auf einer Insel leben, wenn er vergisst, was sie repräsentiert. Kein Wunder vielleicht, dass sich Hans-Richard Brittnacher in der Einleitung zu seinem Sammelband in der Edition Text und Kritik, Franziska hat ihn vorhin erwähnt, an einen anderen Autor des 20. Jahrhunderts erinnert fühlt. An Carl Schmitt nämlich, der in seinem kleinen Buch von 1942 Land und Meer auch vom Kampf mythischer Gewalten spricht. Allerdings spielt in dieser Popularisierung einiger Motive seines früheren Buches, Der Nomos der Erde, Großbritannien, eine positivere Rolle als bei Deleuze. England, schreibt Schmitt, sei nicht nur geografisch eine Insel, und ich kommentiere jetzt mal die Bezeichnung England hier nicht, Paul wird es mir verzeihen. Es wurde in einem neuen, bisher unbekannten Sinn zu einer Insel, und zwar erst in dem Moment, zu dem es sich nicht mehr als abgesprengtes Stück des Festlandes betrachtet hat, sondern als Teil des Meeres, dass es zu einem Schiff geworden ist oder noch deutlicher zu einem Fisch. Damit gehe ein umgreifender Wandel des Weltbilds einher, der eine Ersetzung terrestrischer durch maritime Metaphorik einschließe. Die Insel selbst sei nur noch Metropole und Stützpunkt eines auf der rein maritimen Existenz errichteten Weltreichs. Ein bisschen hat man den Eindruck, als sei hier eine kontinentale Insel ozeanisiert worden, ohne dass sie dazu zwischenzeitlich untergehen musste. Aber es ist natürlich mehr. Zitat, sie kann wie ein Schiff oder wie ein Fisch an einen anderen Teil der Welt schwimmen, denn sie ist nur noch der transportable Mittelpunkt eines über alle Kontinente zusammenhanglos verstreuten Weltreichs. Und als solche dann, wie er sagt, Schmitt, entwurzelt und entlandet. Aber lassen wir das. Kommen wir lieber zu Deleuze zurück. Der Titel der deutschen Übersetzung verschärft eine Tendenz, die im Original zwar angelegt, aber natürlich oder
jedenfalls weniger deutlich ist, nämlich die des, der Anthropomorphisierung. Wo das Französische ähnlich wie im Englischen von einer Île déserte, also einer verlassenen, einer öden, leeren, um nicht zu sagen menschenleeren Insel spricht, heißt es im Deutschen oft eine einsame Insel. Sie kennen die berühmte Frage, welche drei Bücher würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Leer bezeichnet einen bloßen Ort, auch von verlassen kann man aus der Perspektive des Weggegangenen sprechen. Wenn eine Insel aber einsam ist, dann scheint sie einen Gefühlshaushalt zu haben. Die einsame Insel ist am Ende wohl deshalb einsam, weil man als Mensch, als Individuum dort einsam, weil man als Mensch dort einsam ist, als Individuum. Und doch, man kann auch den Eindruck haben, die sei vor allem deshalb so, weil solch eine einsame Insel selbst einsam, das heißt weit ab von allen anderen im Meer liegt. Wir projizieren in einem synekdochischen Akt unsere eigene emotionale Verfassung auf den Ort des Geschehens. Die geografische Formation wird zu einem Individuum. Dass wir damit auch bei Deleuze nicht ganz falsch liegen, zeigt eine Passage, in der das Leben von Inseln und das von Menschen eng geführt wird. Denn der Mensch, der auf eine Insel zieht, wiederhole die Bewegung, durch die diese Insel entstanden sei, sagt Deleuze. Man trenne sich, sei allein, verloren oder man träumt, Zitat, dass man wieder bei Null beginnt, dass man neu erschafft, dass man von vorne anfängt. Und genau dieser Begriff Neuerschaffung ist hier das Stichwort. Deleuze geht es um eine Theorie der Kreativität oder wie er dann wörtlich schreibt, die Menschen, die auf die Insel kommen, besetzen sie real und bevölkern sie, doch in Wahrheit würden sie, wenn sie getrennt genug, schöpferisch genug wären, der Insel lediglich ein dynamisches Bild ihrer selbst geben. Ein Bewusstsein der Bewegung, die sie hervorgebracht hat, sodass durch den Menschen die Insel sich endlich ihrer selbst als einsam und menschenleer bewusst würde. Die Insel wäre lediglich der Traum des Menschen und der Mensch das reine Bewusstsein der Insel. Dass hier durchaus etwas Folgenreiches angesprochen wird, haben Sie heute Morgen in Dora Imhoffs Vortrag gesehen. René Green zitiert diesen Deleuze-Text in ihrem Film Endless Dreams and Water Between. Das aber konnte nur in der Mythologie der Arbeit am Unbewussten gelingen. Seitdem die Völker diese Themen nicht mehr verstünden, haben sie begonnen, ihre Mythen neu zu interpretieren, meinte Deleuze. Durch Literatur, die zu einem Wettstreit der Gegenbedeutungen wird, letztlich einem Bankrott der Mythologie. Besonders schlimm zeige sich das an Defoes Robinson Crusoe, an dem Deleuze kein gutes Haar lässt. Ein langweiligerer Roman sei nicht vorstellbar. Zitat, traurig mit anzusehen, dass Kinder ihn noch immer lesen. Er repräsentiere die Weltanschauung von kapitalistischen Eigentümern, zudem noch puritanisch moralisierenden, Zitat, an die Stelle der mythischen Neuerschaffung der Welt, dank der einsamen Insel, ist die Wiederherstellung des bürgerlichen Alltags auf der Basis eines Kapitals getreten. Nun, der frühkapitalistische Grundzug des Möchtegern-Unternehmers Crusoe, der im Schiffbruch die Überreste der Zivilisation aus dem untergehenden Wrack retten kann, ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Hans-Richard Brittnacher hat das sehr schön vorgeführt vorhin. Aber anders gefragt, geht die Gestalt eigentlich darin auf? Volkmar Billig hat Robinsons Insel als Probebühne des selbstbewussten Individuums bezeichnet. Probebühne oder wie es an anderer Stelle bei Billig heißt, Experimentieranordnung. Denn man kann den Robinson auch als Gedankenexperiment lesen, mit dem die Reichweite der von der frühneuzeitlichen Philosophie inspirierten Vorstellungen ausgetestet werden soll. Und genau an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal ansetzen, denn nun wird es doch wichtig zu fragen, welche Anthropologie hier eigentlich mit im Spiel ist. Ich möchte den Blick dabei aber ein klein wenig verschieben und betrachten, welche Sozialität mit diesen Individuen verbunden ist. Die frühneuzeitliche Philosophie versucht zum ersten Mal konsequent die antike und mittelalterliche Vorstellung eines organisch-hierarchischen Weltbildes zu überwinden und durch ein mechanistisches zu ersetzen. Dazu zerlegt sie, also die frühe Neuzeit, das Vorgegebene in seine kleinsten Teile, analysiert die so gefundenen Atome und setzt aus deren Wirkmechanismen die Gesamtmaschinerie wieder zusammen.
So sind denn auch die Individuen wie Atome mit festen Eigenschaften, vor allem bestimmten emotionalen Triebkräften und einem unterstützenden rationalen Vermögen ausgestattet. Die Frage, die sich nun die Sozialphilosophie der Zeit, allen voran Thomas Hobbes, stellt, ist, was geschieht, wenn man diese Individuen wieder aufeinandertreffen lässt? Welche Art der Gesellschaft entsteht dann? Deshalb ist zunächst die Frage zentral, wie jene atomaren Individuen, und das ist genau genommen natürlich, wie wir gemerkt haben, eine Tautologie, beschaffen sind, wie sich der Mensch im Naturzustand verhält. Die Vereinzelung des Menschen als Schiffbrüchigem auf einer einsamen Insel ist also das Experiment, das zumindest im Gedankenspiel herausfinden will, was geschieht, wenn man das Uhrwerk auseinandernimmt und nur die Mechanik der Zahnräder im Einzelnen analysiert. Ein zweiter Schritt in diesem Soziallabor ist, dem so gewonnenen Menschen wieder einen anderen, einen Freitag an die Seite zu stellen. Nun kann man einwenden, dass aber doch gerade Ibn Tufails mittelalterliche Einsiedlerfigur diese Methode viel besser trifft und dass viele Jahre vor dem Entstehen einer mechanistischen Philosophie das viel besser durchgeführt ist. Viel konsequenter wird hier ein nicht sozialisierter Mensch fingiert, der sich als radikaler Autodidakt entwickeln muss. Doch obwohl die Figur den späteren ähnelt, steht sie in einem anderen Kontext und hat daher auch eine fundamental andere Bedeutung. Denn Ibn Yaqzhan ist kein Gesellschaftsmensch und will es nach kurzem Versuch auch gar nicht werden. Ibn Tufail geht es um die mystische Gotteserfahrung, bei der andere Menschen eigentlich eher stören. Deshalb kehrt der Held dieses Texts am Ende auch glücklich auf seine einsame Insel zurück und nicht nur das, sogar in seine Höhle, jenem Ort, also dem zu entkommen Cassians Andrenio überaus glücklich war. Auf der anderen Seite. Das imaginative Potenzial von Begriffen ist bei der Konstruktion von Weltbildern und Modellen immer dann besonders erfolgreich, wenn es seine Energien aus mehreren Sphären der Erfindung und der Erfahrung gleichermaßen beziehen kann und darüber hinaus die beiden Teile der so entstehenden Metapher interaktiv verklammert sind. Nicht umsonst hat Max Black, um doch nochmal einen Namen zu nennen, seinen Ansatz eine Interaktionstheorie der Metapher genannt. Noch erfolgreicher wird die Sache, wenn sie miteinander verbundene Cluster bilden kann, wie das zum Beispiel in dem Fall von Insel und Höhle ist. Die Höhle ist gewissermaßen die Verdopplung der Inselsituation und damit sind wir bei einer ganzen Metaphernfamilie. Eine Familie, von der immerhin die Insel das prominenteste Mitglied ist. Lassen Sie mich auf diese Familie zum Schluss nur einen ganz kurzen Ausblick wagen. Und nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich nun am Ende nicht nur meines Vortrags, sondern einer langen, intensiven, ertragreichen Tagung etwas über die Stränge schlage und nach dem Kleingeld der Begriffsgeschichte noch übermütig kurz mit einem möglicherweise ungedeckten Wechseln um mich werfe. Außer der Höhle sind schon Schiffe erwähnt worden. Künstliche Inseln, die sowohl die meerumspülte Abgeschlossenheit besitzen, als auch die sonst eher übersehene Vermittlungsfunktion von Inseln. Vielleicht heißt ihre Kommandozentrale nicht umsonst die Brücke, denn Schiffe sind mobile Brücken, die Inseln unter sich, aber auch Inseln mit dem Festland verbinden. Und so ist es eben nur eine Überbietungsgeste, wenn Großbritannien bei Carl Schmitt zu einem Schiff wird. Gelegentlich sind diese Schiffe, wie zum Beispiel in Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer, selbst eine schwimmende Insel mit Höhlenfunktion. Die mythologisch bedeutendste Höhleninsel ist allerdings die Arche, die am Ende, als die Wasser zurückweichen, auf einer aus diesen zurückweichenden Wassern emporwachsenden Insel landet, nämlich der Spitze des Berges Ararat. Und in Seilers Crusoe ist übrigens die Insel Hiddensee explizit auch als Arche bezeichnet. Noch einmal Deleuze zu zitieren, die Arche setzt am einzigen Ort der Erde auf, der nicht überflutet ist, an einem kreisförmigen und heiligen Ort, von dem aus die Welt neu beginnt. Es ist eine Insel oder ein Berg, beides zugleich. Die Insel ist ein Berg im Meer, der Berg eine noch trockene Insel. Das ist, wie wir zumindest an den vulkanischen Inseln gesehen haben, nicht nur metaphorisch, sondern auch ganz buchstäblich gemeint.
Wenn man sich von der Fixierung auf die Wasserwüsten löst, so findet sich die Inselstruktur auch in einem anderen, einem vergleichbaren Element, einer ähnlich tödlichen Landschaft, nämlich den Sandmeeren. Aus ihnen tauchen, wenn eine verirrte Karawane Glück hat, Oasen auf, lebensfreundliche Vegetationsinseln in einer sonst fast durchgängig feindlichen Umwelt. Und die Oase wird immer dann zum Bild, wenn es um solche Refugien des Überlebens geht, nicht zuletzt bei der größten uns bekannten biologischen Insel der Erde selbst. Auf der vorletzten Seite von Hans Blumenbergs Die Genesis der kopernikanischen Welt, es ist Seite 793, heißt es, nachdem er sich, also Blumenberg, durch mehrere Jahrhunderte an Philosophie und Wissenschaftsgeschichte interpretiert hat, wörtlich: In die Euphorie des astronautischen Aufbruchs und Wettlaufs gehört die Metapher vom Mutterschiff Erde, dem bloßen Stützpunkt im Weltall, also für zentrifugale Aktivitäten im Raum, die nur noch episodisch und mit einem Fuß auf dem Ausgangsboden sich abstützen. Nur zur Hälfte ist das eine Metapher der Vertrautheit und Geborgenheit, zur anderen Hälfte eine der Mobilität und Flüchtigkeit. Und etwas später heißt es dort auch: Die kosmische Oase, auf der der Mensch lebt, dieses Wunder von Ausnahme, der blaue Eigenplanet inmitten der enttäuschenden Himmelswüste, ist nicht mehr auch ein Stern, sondern der einzige, der diesen Namen zu verdienen scheint. Blumenbergs Erde als kosmische Oase steht nicht allein unter dem Eindruck der Fotografien, die die Besatzung von Apollo 8 aufgenommen hat. In diesen Fotos konnte die neu entstehende Umweltbewegung ihren ikonischen Ausdruck ebenfalls finden. Was hier die fruchtbare, lebensspendende, unterhaltene Insel umschließt, ist viel radikaler lebensfeindlich als selbst noch das stürmischste Meer oder auch die heißeste Wüste. Das leere All zieht einem Weltraumschiffbrüchigen mehr als den Boden unter den Füßen weg. Es raubt ihm den Atem. Was dem Gekenterten im Meer droht, wenn er sich nicht mehr über Wasser halten kann, nämlich zu ertrinken, also zu ersticken, eilt den ins All geworfenen unmittelbar, sobald er kein künstliches Hilfsmittel gegen den Erstickungstod mehr mit sich führt. Überleben kann hier nur, wer auf einer selbst konstruierten Insel reist, eine, die gleichzeitig den Charakter einer Höhle hat. In Jules Vernes Reise zum Mond hatte die Schiffsinselhöhle noch den Komfort eines Pariser Salons, in dem man Champagner trinken und gepflegt aus dem Fenster schauen konnte. Die realen Apollo-Kapseln glichen mehr, und verzeihen Sie mir den Bildbruch, hyperfunktionalen Sardinenbüchsen. Welche Gefahren sie bergen, wissen wir spätestens seit Apollo 13, wenn wir nicht schon früher ein mitfühlendes Herz hatten und an die 1957 im All verglühte Hundekosmonautin Laika gedacht haben. Dennoch wird zumindest im Film immer wieder versucht, an das eine oder andere maritime Motiv anzuknüpfen. Die Arche findet ihre kosmische Wiedergeburt in Douglas Trumbulls Silent Running von 1972. Die Erde hat in der nicht allzu fernen Zukunft dieses Films ihren fiktiven Oasencharakter längst verloren, aber an künstliche kosmische Inseln weitergegeben. Auf der Erde selbst ist das Biotop inzwischen vollständig durch technische Systeme ersetzt. Die letzten Reste der Natur sind auf 4 im Orbit kreisenden Raumstationen, Gewächshäuser im Weltall, ausgelagert worden. Spärliche Substitute einer lebenswerten Lebenswelt. Unzugängliche Naturmuseen, biologische Archivarchen, die von wenigen Technikern gewartet werden. Und in Sloterdijks Terminologie, wenn Sie sich erinnern, ist das eine Koinzidenz von absoluten und atmosphärischen Inseln. Als die Menschen auf der Erde selbst an diesen rudimentären Oasen ihr Interesse verlieren und sie deswegen auch zerstören wollen, rebelliert der letzte Techniker, der den entsprechenden Namen Freeman, noch ein Freeman, trägt, und lässt die finale Oase, die kosmische Höhleninsel, um sie zu retten, lautlos im Weltall, so der deutsche Titel, entschwinden. Für wen eigentlich? Denn Freeman, ihr letzter menschlicher Bewohner, muss sie in Richtung Erde verlassen. Die Sorge überantwortet er daher Dewey. Der letzte Robinson ist ein Roboter. Vielen Dank. Vielen Dank, Rüdiger. Ich bin sicher, hier gibt es eine ganze Reihe von Fragen. Ich mache mal die Galerieansicht, damit ich auch unsere
Referentinnen und Referenten noch sehe. Ich bitte um Handzeichen. Gloria Mein, bitte. Ja, sehr herzlichen Dank für diesen sehr systematischen und am Ende abhebenden Vortrag mit den, genau, Metaphern. Lost in Space. Ja, genau, Lost in Space. Ich habe währenddessen nochmal überlegt, also es gibt eigentlich, also wir haben einen Inseltypus ganz außer Acht gelassen, der bei Humboldt zum Beispiel auch eine große Rolle spielt, das sind die Inselberge. Und ich habe kurz nochmal recherchiert, also die sind auch eigentlich mindestens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon präsent, auch in der Forschung. Und ich glaube, es gibt vielleicht, könnte man sagen, zwei Definitionsweisen einer Insel. Einerseits horizontale, das heißt eben, die ihre Grenzen im Wasser finden, und andererseits vertikale, die nämlich jeweils sozusagen differieren oder ihre Grenzen in einer Ebene finden, sich jeweils immer abheben. Das wären die Inselberge. Und ich glaube fast, dass die Höhle tatsächlich eher ein inverses, sozusagen ein inverses Modell zum Inselberg ist. Also rein sozusagen topologisch betrachtet könnte man das sagen, dass es die Innenseite des Inselberges ist, ist sozusagen die Höhle. Und es ist auch ganz interessant, dass Humboldt eigentlich eher auf seine Reise geht, erstmal in den Vulkan hinabsteigt und insofern in eine Höhle hinabsteigt. Aber das ist eine Assoziation, also ja, gar keine Frage. Sie haben ja auch in Ihrem Buch die hinabsteigen, das bei Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde und so, wie, was das für eine Rolle spielt, das ist immer, immer spiegelbildlich auch. Ja. Yeah. Aber Herr Billig, wo hat sich gemeldet? Genau, den wollte ich gerade das Wort erteilen, Herr Billig. Also ganz herzlichen Dank, das war nochmal, wie soll man sagen, so ein aus der Rückschau, auch eine schöne Zusammenfassung der diversen Aspekte, die da in den letzten zwei Tagen eine Rolle gespielt haben. Ich wollte noch eine kleine Bemerkung machen zu dem Aufsatz von Gilles Deleuze, der ja, über den man ausführlich und lange und widersprüchlich diskutieren könnte und der nicht zuletzt ein paar rätselhafte Aspekte hat, aber wie ich finde, auch ein schöner Hinweis ist, also dass diese Diskussion über Inseln, also nicht nur, wenn man das so, wo ich jetzt gestern meinen Schwerpunkt hingelegt habe, die Genese des neuzeitlichen Subjekts, sondern auch durchaus in zeitgenössischen philosophischen Diskussionen, gerade wenn man auf den Poststrukturalismus blickt, also eine Rolle spielt. Ich glaube, dass dieser Deleuze-Aufsatz, obwohl meines Wissens ja zu der Zeit gar nicht publiziert, sondern der kursierte, glaube ich, bloß. Den hatte dann erst später gewissermaßen nachträglich in Sammelband gegeben, dass der durchaus nicht nur für sein Werk einen enorme Wichtigkeit hat, weil er so bestimmte Elemente, die dann in Büchern wie Differenz und Wiederholung weiterentwickelt werden, quasi in Nutze enthält, sondern ich sehe da auch eine Korrespondenz zum Beispiel zum Denken von Michel Foucault und insbesondere dessen Begriff der Heterotopie, also wo sich also mehrere so Bezugspunkte finden, wo Foucault auch an sozusagen diese Denkbewegung gewissermaßen die Differenz in die Insel selbst zu setzen und diese Figur des Denkens als eine Wiederholung sozusagen eines im Ursprung liegenden, sagen wir mal, einer Zwiespalt auffasst, dass es da Zusammenhänge gibt. Und man könnte nicht zuletzt den erwähnten Sloterdijk, der da in seiner Sphärologie, das scheint ja quasi auch nochmal einfach eine Übersetzung dessen, all dessen, was Foucault als Heterotopie qualifiziert, wieder in den Begriff des Insularen zu sein, sodass man also auch in der zeitgenössischen Philosophie nicht nur eine gewisse Interesse an Inseln, sondern auch eine Inselfaszination, auch eine Art und Weise, in der sich die Insel in den Diskurs hineinschreibt, feststellen kann. Und dafür war ich Ihnen nochmal dankbar, dass Sie da
auch mit dem Aufsatz und weil das jetzt so an verschiedenen Beiträgen anklang, nochmal daran Hinweis gegeben haben. Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich mich noch mit, Gloria Meinen nochmal bitte. Nein, also zuerst Sie, Herr Schad, genau. Nein, ja. Gut, ich gehe da mal Kaffee trinken. Ja. ich wollte noch mal was sagen, also zu Foucault. Ich glaube, zumindest bei Deleuze und auch in Bezug auf die Evolutionsbiologie, dass das eigentlich ein anderes Modell ist, weil die Heterotopien eben davon ausgehen, oder wenn man das direkt übersetzen würde, würde man wahrscheinlich eher bei den Utopien alter Schule landen, wie Insel als Gegenwelt. Und Deleuze, auch im Gefolge von Darwin und Wallace, macht vielleicht eher die ähnlichen Welten eben als Modell. Ne? Also die Inseln, wenn man jetzt zum Beispiel auch das Galapagos-Archipel sich anschaut, mit den sozusagen der Feinmodulation der Finkenschnabel oder der Spottdrossel, da geht es dann tatsächlich eher um die Differenz, um die kleinsten Differenzen. Ne? Also die Welt in Alternativen sozusagen umreisen, wenn man es als ein kulturelles Konzept oder als eine Selbsttechnik ansehen würde. Das sind für mich sozusagen zwei unterschiedliche Konzepte. Also vielleicht dann doch nochmal eine Bemerkung dazu, Herr Billig, Sie haben es ja schon angesprochen. Es ist einer der frühesten Texte von Deleuze überhaupt. Man kann sich nicht ganz genau datieren, weil, wie gesagt, er zu der Zeit nicht veröffentlicht worden ist. Aber man hat natürlich über den Kontext dieser Zeitschriftenausgabe eine Ahnung von, wann es ist. Er hat ihn nicht nur gebilligt, sozusagen, indem er ihn für eine spätere Publikation freigegeben hat, sondern er hat offensichtlich seinen Nachlass auch rubriziert. Er hat also so Rubriken gemacht. Das gehört da rein und das gehört da rein in jene Werkphase und jene Werkphase. Und wie Sie schon sagten, dieser Inseltext gehört in das Kapitel Différence et Répétition, Differenz und Wiederholung. Und deswegen ist es, und wir hatten das vorhin, das hat mich sofort hellhörig gemacht, auch in dem Zitat, was in dem Film von René Green auftauchte, wieder, es geht um die Wiedergeburt, ist da immer diese Figur der Wiedergeburt. Es ist nicht nur die Geburt, es muss wiedergeboren werden. Und insofern ist die Arche dann auch wichtig. Die Arche ist ja auch eine Wiedergeburt. Es geht eben um immer das Ursprüngliche, sondern die um den zweiten Schritt. Martin. Ja, vielleicht darf ich da noch mal einhaken. Es ist jetzt ein bisschen ein Themenwechsel. Du hattest erwähnt, das mechanistische Weltbild, das sich in der frühen Neuzeit entwickelt, die Frage nach dem Naturzustand aufgeworfen hat und dass das für die Insel von nicht geringer Bedeutung war, denn sie galt danach als Soziallabor, als experimentelle Anordnung, um eben diesen Naturzustand vielleicht nochmal zu simulieren oder sich den zu imaginieren, wie auch immer. Mit der Erweiterung des Metaphernfelds gegen Ende deines Vortrags stellt sich für mich die Frage, ob diese gleiche experimentelle Anordnung auf der Suche nach dem, was ein Naturzustand sein könnte, auch auf das Raumschiff zutrifft. Auf, sagen wir, wie in Filmen verhandelt, wie dem Marsianer oder 2001 Odyssee im Weltraum oder auch ein Favorit von mir, Dark Star, wo ja explizit phänomenologische Diskussionen geführt werden mit intelligenten Bomben. Also nochmal die Frage, wenn die Insel das Soziallabor für den Naturzustand oder für die Imagination oder Simulation des Naturzustandes ist, trifft es noch gleichermaßen auf diese von dir eingeführten anderen Quasi-Inseln Raumschiff zu? Also nur mal vorweg ganz kurz, also das Insel als Soziallabor würde ich jetzt gar nicht für die frühe Neuzeit speziell reservieren. Wie gesagt, natürlich ist das bei Ibn Tufayl auch schon eine Art Labor. Aber man sieht eben, dass je nachdem, was man reintut, sehr unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Und ja, die Weltraum, die abgeschlossenen Raumschiffe im Weltraum, die sind es vielleicht sogar noch umso mehr, weil alles, was du in den Raum schickst, musst du ja wirklich
abdichten. Also da gibt es gar keine fluiden Grenzen. Und wenn es die gibt, auweia. Also in dem Moment, wo du das Raumschiff losschickst, muss das eine ganz autarke, in sich geschlossene Welt, also ein System sein, was sich selbst reproduzieren kann, die Luft etc., ISS und so weiter. Da gibt es auch den Roman dann von die Terranauten von, hilf mir, egal, fällt mir gleich ein. Von DC Boyle, ne? DC Boyle, genau. Wo man also sagt, man hat ja auch auf der Erde diese Experimente gemacht, kann ich eigentlich in die Wüste von wo auch immer, Oregon oder so, ein abgeschlossenes System stellen. Da hat es nicht so richtig funktioniert, aber für den Weltraum muss es natürlich funktionieren. Deine Beispiele, die du gebracht hast, finde ich insofern auch sehr sprechend. Aber da geht es auf eine ganz kuriose Weise eher darum, also das sind richtig übertragene Robinson-Motive. Also der Marsianer zum Beispiel oder auch also der Marsianer, um damit mal anzufangen, ist natürlich jemand, der strandet, ist ganz allein und der versucht wirklich, also man ist ein bisschen verblüfft, dass das überhaupt gelingen kann. Es ist eigentlich nicht ganz glaubwürdig. Aber also er versucht wirklich, sich da so selber die Sachen zu züchten und zu überleben mit so kleinen Anpflanzungen und dann sogar zurückzukommen. Oder George Clooney und Sandra Bullock in der Raumstation, die um die Erde kreist und die dann havariert. Und Sandra Bullock muss sich alleine zurück auf die Erde retten und sie tut das nachher fast, als wenn sie das auf die Erde surft, die Atmosphäre, wie das Meer benutzt und in der Tat, sie kommt dann unten an. Auch nicht gerade wirklich glaubwürdig, aber das Motiv des Schiffbrüchigen oder der in dem Fall glücklich geretteten Schiffbrüchigen taucht da immer wieder auch auf. Nochmal Gloria Mein. Sagen. Es gibt tatsächlich, also weil gerade die Weltraum-Idee nochmal aufkam und die Frage, ob tatsächlich eben Raumschiffe auch Inseln sind. Und es gibt tatsächlich diese Diskussion auch in der Weltraumbiologie und auch bei den Ingenieuren die Frage, ob man eher auf ein Inselmodell setzt. Und das heißt, wenn die Außenhaut in irgendeiner Weise verletzt wird, ist sozusagen der Niedergang, der Tod besiegelt oder ob man, also das Gegenmodell ist halt die Anpassung, ne? Und das sind das, was jetzt sozusagen weitläufig unter Cyborg, Cybernetic Organisms, ne? So, das wäre das Gegenmodell zur Insel. Und eine zweite sehr prominente Inselkritik gibt es bei Anders natürlich, also in Bezug auf den Atomkrieg, also diese Idee auch, dass man eben in der Insel, auf einer Insel, dass wir die Erde eine Insel ist und wir insofern eigentlich nur einen Versuch haben. Ne? Also wenn wir die Erde tatsächlich als Labor ansehen für Atomwaffenversuche, natürlich unter sozusagen der Prämisse, dass man in den 50er Jahren eben dachte, okay, also man kann die Welt vollständig zerstören. Und insofern dürfen wir nicht proben und müssen zu Pazifisten werden. Ja. Aber vielleicht kann ich mal sozusagen den Spieß umdrehen, wenn wir hier gerade so schön beieinander sind. Wollte ich Gloria Meinen fragen, ob sie zufällig weiß, ob jetzt auf der englischen Seite, also bei Darwin und Wallace, wie sehr die deutsche Geologie, also gerade Hoffmann und Leopold von Buch, da rezipiert worden ist. Kannten die das oder ist das eine zeitgleiche Entwicklung oder haben die eine gemeinsame Quelle oder wissen die da was? Das weiß ich nicht so genau. Also ich habe jetzt halt nochmal tatsächlich, also weil das irgendwie in meinem Buch mit den Profilen nochmal so zusammengeht, gesehen, dass die Voraussetzung für diese Unterscheidung überhaupt die Entdeckung eben des Kontinental Sockels ist. Also das heißt, diese Tiefenlotungen im Bett des Ozeans, im Flachland des Ozeans. Also das ist das Einzige. Also, aber wie sozusagen Darwin und ich meine, Darwin hat, glaube ich, Humboldt gelesen zum Beispiel. Also das ist das Einzige, so was man vielleicht sagen kann. Also so
könnte sozusagen ein Transfer von deutscher Geografie, Geologie, Naturkunde eingegangen sein in die Forschung. Aber genaueres weiß ich leider nicht. Und von Buch, sagen Sie nochmal das Datum. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, Hoffmann ist ja 37 und Sie haben gesagt, von Buch ist aber früher. Ja, also es sind immer so Aufsätze. Also es gibt jetzt eben nicht so die prägnante Stelle, deswegen ist der Hoffmann der Systematisator sozusagen. Und er zitiert in diesen, er beruft sich ja mehrmals auf Leopold von Buch auch. Es ist, glaube ich, schon so, also ich weiß jetzt nicht genau, weil es eben verschiedene Aufsätze sind. Und ich bin da leider jetzt bei der Vorbereitung dann doch an die Grenzen der Pandemie gestoßen sozusagen. Viel findet man ja glücklicherweise inzwischen digitalisiert im Netz, einiges aber eben denn doch nicht. Und da muss man in die Stabi und das ist eben doch schwierig zurzeit. Das stimmt. Ich würde gerne noch eine Frage aus der F&A-Sektion vorlesen. Sie kommt von Mischa Gabowitsch und er meint, ich vermisse in der Diskussion das Archipel, also die doch nicht ganz so einsamen Inseln. Ja, wir hatten es ja bei Glaubrecht schon, da spielte das ja eine große Rolle. Und im Grunde ist auch schon die Sache mit den kontinentalen Inseln auf dem Weg dahin gewissermaßen, weil das ja Inselketten sind. Also die hängen zusammen und es sozusagen Brücken sind, die zum Beispiel zwischen Landmassen vermitteln. Also diese Vermittlungsfunktion ist in dieser Hinsicht schon immer wichtig. Das Archipel könnte man natürlich dann sagen, ist nochmal ein besonderes Thema, was dann auch durchaus in den Konversationslexika auftaucht. In einem bestimmten Punkt wird das als eigenes Stichwort. Bis hin, dass es ja jetzt auch ein preisgekrönten neueren Roman gibt, Archipel. Frau Meinen. Aufgelöst, auch bei Darwin wird es dann allerdings in Einzelinseln. Ne? Es kann durchaus sein, dass einzelne Inseln des Archipels eben tatsächlich eben nicht miteinander verbunden sind. Ne? Also er macht das, oder das ist ja gerade die Beobachtungseinheit. Ne? Also wo gibt es Nachbarschaften, Verwandtes, Arten und wo gibt es tatsächlich eben genau diese Bifurkation. Also insofern wäre das eine Ansammlung, also es ist nicht die kleinste Einheit ein Archipel mehr. Das fand ich dann auch interessant bei Herrn Glaubrecht, dass das Vorkommen von ähnlichen Arten darauf schließen lässt, dass die wirklich diese Landmassen, also diese einzelnen Inseln auseinandergedriftet sind und dass das Überspringen von Wassergrenzen natürlich für Vögel und so möglich ist, aber für viele Arten dann doch wieder nicht. Das fand ich eher überraschend. Ich dachte, er hätte das so ein bisschen, wie das auch in dem einen Hoffmann-Zitat kam, dass da so die Echsen so rüberschwimmen oder so. Ich habe eine Wortmeldung von Judith Schalansky. Ja, ich wollte, das schließt eigentlich noch an das Archipel, weil wir natürlich dabei sind, auch die zwei Tage, wir kommen sozusagen aus der Inselfaszination und aus dem Inselfetisch auch nicht heraus, der natürlich immer auf eine Abgeschlossenheit zielt. Und wir gleichzeitig wollen es immer wieder untergraben, gewissermaßen mit dem Festlandsock oder Ähnlichem. Aber ich glaube, das habe ich gerade bei Christina Gerhardt gelesen, die, glaube ich, jetzt in Hawaii lehrt und die sehr deutlich gemacht hat in den letzten Artikeln, dass wir sozusagen diese Festschreibung des Insularen halt weiter ins Fragmentierende und ins Marginalisierende ist. Und es ist ganz wichtig und es ist natürlich toll, dass sie jetzt in Hawaii ist und es von dort natürlich ganz anders sieht. Also ich meine, der Pazifik, den ich peinlicherweise sozusagen immer als Rückseite der Erde wahrgenommen habe, wenn sie einen Globus oder gerade einen leuchtenden Globus im Jugendzimmer sich imaginieren, dann brauchen wir sozusagen tatsächlich eine pazifische Weltsicht und eine, die eben überhaupt nicht auf Abgeschlossenheit zielt, sondern auf Vernetzung, auf Austausch. Da sind enorme Migrationsströme. Überhaupt die Besiedlung des Pazifiks hat ja eine eigene Faszinationsgeschichte hervorgerufen. Und das wäre sozusagen die Fußnote, die ich noch unbedingt machen möchte,
Mich würde wirklich wahnsinnig interessieren, ob Insulaner auch von Inseln träumen oder wovon sie dann träumen. Es ist dann eben, ist das das Urbane oder so? Oder sind es dann womöglich die Höhlen? Also was ist der Fetisch derjenigen, die auf Inseln leben? Die brauchen ja auch irgendwas. Und das wäre sozusagen mein Wunsch auch, die fragmentierenden und gleichzeitig sozusagen offenen, pilzartigen, pazifischen Ströme, das ist natürlich jetzt wieder meine Projektion, die auch auf eine Weise aufzunehmen, um wegzukommen von der Robinson-Geschichte, die wir ja quasi, wir sind ja immer noch voll davon, wir kommen aus diesem Muster gar nicht heraus. Ich hoffe, ich habe das irgendwie verständlich machen können. Und du nimmst es als Kommentar, Rüdiger? Ja, also ich bin der Robinson, ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt, irgendein Text oder so, wo Insulaner träumen von was anderem. Herr Billig hat, glaube ich, eine Idee. Mir fällt jetzt nichts ein. Dann ziehe ich Herrn Billig mal vor, wenn er eine Idee dazu hat. Entschuldigung, ich habe nicht bemerkt, ich wollte mich nicht vordrängen. Nee, das gibt ein schönes Buch, ist im letzten Jahr erschienen von einer kenianischen Autorin mit einem komplizierten Namen, in etwa irgendwie Yvonne Adambo Owuor. Da wird die Geschichte, sie ist selbst auf einer Insel vor Kenia aufgewachsen. Und das Buch heißt Das Meer der Libellen. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es ist sozusagen ihr Blick auf dieses Meer von der Insel aus und mit dem Hintergrund auch einer ganzen mythischen Vorgeschichte, und wo was ganz Interessantes passiert, nämlich Europa spielt überhaupt keine Rolle, aber im 14. Jahrhundert haben chinesische Seefahrer bereits die Küste Afrikas erreicht, und das bezieht sich hier tatsächlich auf eine wahre Geschichte. Man kann heute mit DNA-Analysen zeigen, dass die Einwohner dieser Insel gewissermaßen, dass sich dort diese chinesischen Seefahrer, die dort gestrandet sind, hineingekreuzt haben. Und die Weltreise der jungen Kenianerin, die Autorin schildert, die führt dann natürlich nach China. Also sie bekommt dort ein Stipendium von der chinesischen Regierung für solche Leute. In Afrika hat alles so einen politischen Hintergrund. Also das ist dann auch so eine Weltreise, aber eben genau diese, sagen wir mal, Perspektive. Also ich habe das sehr genossen, also dass da von vielem die Rede ist, von Europa überhaupt nicht. Danke für den Literaturtipp. Als nächstes eine Wortmeldung von Herrn Rode. Achso, ja, eigentlich hätte ich mich vor 10 Minuten gemeldet. Ich kann nur noch mal unterstreichen, was Judith Schalansky auch gesagt hatte. Also dieses archipelagische, also die Faszination. Einer als Germanist auf das Gedicht von Hölderlin, der Archipelagus, wo dann tatsächlich auch so eine Art Projektion stattfindet auf die griechische Insellandschaft vor dem Hintergrund einer Einheit von Einheit und Mannigfaltigkeit, eines Zugleichs von Einheit und Mannigfaltigkeit. Ja. Also das war mir auch noch aufgefallen, also in Bezug auf die Frage, was fehlt noch, diese besondere Faszination, die vom Archipel ausgeht, von der Vielfalt von Inseln, wie man sie ja insbesondere dann eben auch im Pazifik vorfindet. Und jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Frau Imhof. Wir brauchen das Mikrofon, Frau Imhof. Ich würde eigentlich nur mit einem weiteren Beispiel noch kommen zum Archipelagischen und zur Beziehung, also Edouard Glisson, Poétique de la Relation, also im karibischen Raum, und auch noch anmerken, dass es ja auch bei René Green um die Beziehung zwischen verschiedenen Inseln geht, weil sie ja diese Briefverbindung zwischen Mallorca und Manhattan und weiteren Inseln schildert. Also da geht es auch genau um die Verbindung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Noch einmal Gloria Meinen, bitte. Mir ist nochmal als Gegeninsel tatsächlich auch Humboldt eingefallen, der das Gemisch und die Nachbarschaften und die Strömungen denken will, also das Meer. Ne? Also man könnte sich fragen, also das ist ja auch, das haben Sie ja auch, Frau Schalanski, mit vielleicht dem Pazifik gemeint, mit den Verbindungen. Also das heißt, man müsste eigentlich das Ozeanische denken, man müsste die Insel ozeanisieren, also nicht als ozeanische Insel, noch als isolierte Insel, sondern eben tatsächlich das Gemisch denken. Also ich habe ja begonnen auch mit einem kurzen Zitat aus der Kritik der reinen Urteilskraft, wo Kant sagte, naja, also Gemisch muss man vermeiden und es gibt aber Denker eben oder Theoretiker zur gleichen Zeit aus anderen Disziplinen, vor allem auch aus den Anfängen der Klimawissenschaften, die genau das Gemisch denken wollen und sich fragen, wie kann man unter den Bedingungen dessen, dass man nichts isolieren kann, überhaupt zu einer Aussage oder zu einem halbwegs geradlinigen Satz kommen. Vielen Dank. Rüdiger, möchtest du noch mal mit einem Schlusswort darauf reagieren? Ich sehe mich hier einem Archipel von Kacheln gegenüber. Ich finde, das hat sich ganz gut gerundet. Wir können also vielleicht uns überlegen, ob wir dann irgendwann mal mit den Archipelen im All fortsetzen oder wie auch immer. Ich danke auf alle Fälle allen, die mir zugehört haben und die beigetragen haben zu unserer Tagung und freue mich, dass das doch so eine runde Sache geworden ist. Und da möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich diesem Dank anschließen an alle, die Vortragenden. Es war sehr interessante 2 Tage. Ich habe es sehr genossen. Diskussionen und Vorträge. Und ich möchte mich auch beim Publikum bedanken, was sich mit den eigenen F&A, hier ist auch noch eine, die können wir jetzt nicht lassen. Rüdiger, wir müssen noch mal zurück in die Bütt, denn es gibt noch eine Frage in der F&A-Sektion. Du siehst sie vor dir, nehme ich an. Ich werde sie vorlesen. Vielen Dank für die schönen Vorträge von Insulanerinnen an Insulanerinnen. Als eine jetzt von der Bücherarche Stabi ausgeschlossene und damit durch ein Nichts gestrandete, möchte ich ein Zitat aus Blumenbergs Schiffbruch mit Zuschauer aufgreifen. Der Schiffbruch als Überstandener betrachtet, ist die Figur einer philosophischen Ausgangserfahrung. Könnte der Blumenberg-Biograf vielleicht mehr zur Situation des Schiffbruchs als radikaler Moment des Nachdenkens und der Natalität sprechen? Vielen Dank. Ach, ich war so stolz, dass ich durch die ganze Tagung gekommen bin, ohne einmal dieses Buch zu zitieren oder zu erwähnen. Jetzt ganz am Ende kommt es doch noch. Interessant ist natürlich, dass man immer übersieht, es geht ja gar nicht um den Schiffbruch an sich, es geht ja immer um den Schiffbruch mit Zuschauer. Das darf man nicht übersehen. Es geht immer eigentlich viel mehr um den Zuschauer. Man wird nicht wie Robinson an Land gespült und hat jetzt nur sich selbst als Kommentator, sondern es geht darum, um diese Betrachtung von außen über das Unglück, dem man entkommen ist oder dem man vielleicht dann nicht entkommen kann. Da ist die Insel natürlich das Festland erstmal der Ausgangspunkt und nicht das Meer. Auf der anderen Seite ließe sich natürlich sagen, dass wenn wir schon über Robinsonaden sprechen, sind wir als Leserinnen und Leser ja genau Beobachter eines solchen Schiffbruchs. Deshalb ist dieser kleine Kommentar vielleicht dann doch ganz gut, um zu einem Abschluss zu kommen. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die vorgetragen haben und auch beim Publikum für die Beiträge zur Diskussion und freue mich, und das sage ich aus tiefstem Herzen, darauf, dass man sich mal persönlich im Einstein-Forum treffen kann. Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen an alle. Danke an alle. Tschüss.